Shalom und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Casebook Trilogy. Ja, ich mache heute mal was, ja, ich sag mal Besonderes. Ich habe ein komplettes Blind Let's Play. Ich habe es vorher noch nicht angespielt. Ich habe mir dieses Spiel vor gefühlten 3 Stunden erst gekauft. Und das hat für mich einen sehr interessanten Eindruck gemacht. Ja, das hat es. Darum möchte ich euch mit auf diese wundervolle Reise nehmen und dieses Spiel spielen. Es sieht mir laut der Verpackung ganz, ganz stark nach einem Adventure aus. Es könnte aber auch ein Wimmelbildspiel sein. Wie gesagt, ich habe es selber vorher noch nicht angetestet, noch nie in meinem Leben davon gehört. Und ja, ich würde sagen, dann lasst uns die Reise gemeinsam antreten. Wir sind ein neuer Spieler. Gib deinen Namen ein. Wie nennen wir uns denn mal? Schwierig, schwierig. Ich glaube, das, was beim Spielespiel immer am meisten Zeit verfrisst, ist wirklich der Name und das Aussehen. Und ich hoffe wirklich, dass wir uns hier kein Aussehen anlegen müssen. Okay, na? Wir nennen es einfach mal Matt Mutti. So. Interessant ist, dass das Spiel in 3 Episoden aktuell aufgeteilt ist. Sonst würde es ja nicht umsonst Trilogy heißen. ich habe mich auch vorher ein bisschen schlau gemacht. Es gibt auch eine kostenfreie Episode 0 im Internet. Eine Art Demo zum Antesten. Eine Art Prequel, eine Vorgeschichte zu der ganzen Sache. Ich fange jetzt aber trotzdem mit Episode 1 an. Um mir den ganzen Spaß nicht zu verderben. Und was auch ganz interessant ist, ich habe auf der Internetseite des Herstellers gelesen, dass sogar gerade ein 4. Teil noch in Planung ist. Na, wir werden mal schauen. Wir spielen natürlich zuerst Episode 1 Kidnapped. So. Aktiver Detective Matt Mutti. Klick hier, falls du das nicht bist. Doch, bin ich. So, erstmal schauen wir uns die Optionen an. Ich merke jetzt hier schon im Menü selber, dass die Maus ein bisschen doller daherhängt. Ich hoffe, das liegt nicht an dem neuen Grafikcodec, den ich jetzt zum Aufnehmen verwende. Das ist ein kleines Highlight auch für mich. Kann ich noch mal was machen? Nein. Schauen wir einfach mal. Speichern und beenden. Heute nicht. Es geht los. Ich bin ja mal gespannt. Dozing off already? I know it's early, but we gotta be on the ball here, partner. Ooh, this is a cool. Kidnapping's never easy. Officer on the scene already took statements. This one's 2 kids. Harry and Greta Bertramen. Father's Larson, director at Slade Forestry. Their mother died last year, but Mr. Slash and Burn remarried a few months back. Some ex-soap star. You may recognize her. I don't have a TV, but nice out this way. Lots of trees. Das war ja gerade mal interessant. Hey,
I know the department's stretched pretty thin right now, so don't get upset if I ask you to do a few things for me. You're my hands on this. Let's get you into the crime scene. Well, this is the place. Looks like the kidnapper came and left through that window. But we'll need to know a lot more than that. Forensics did a quick sweep, marked the obvious stuff. Those footprints are a good place to start. I'll get some shoes from the family to compare against and see you down at the van. Das war ja mal echt interessant, das Intro. Echte Schauspieler. Ich bin dann so ein ganz klein bisschen von Angst geprägt und das sah aber gar nicht mal so verkehrt aus. Und dass ich in dem Video die Kamera selber führen durfte, ziemlich coole Sache auf jeden Fall. Okay, Ort, du bist hier. Schlafzimmer, Fußspuren verlinken. Überprüfen Sie den Fußabdruck. Können Sie diesen mit irgendjemandem im Haus verlinken? Leertaste und Notizbuch zu öffnen, schließen. Cool. Halte die linke Maustaste gedrückt und bewege dich nach vorn bis zu den Fußabdrücken in Fensternähe. Das ist ein sehr interessanter Point of View, den wir hier haben. Okay. Führe jetzt einen Rechtsklick aus und hole so deine Kamera heraus. Mach mit einem Linksklick ein Foto. Stecke dann mit einem Rechtsklick deine Kamera wieder weg. Ah, mit dem Mausrad können wir hin und her scrollen. Sie ist einmal Miami-mäßig. So ein Namen-Element. Machen wir einfach mal so ein Foto. Wird gespeichert. You got that shot of the footprint? Then head down to the van to analyze it. Time's against us, partner. Dieses Foto kann nicht als Beweismittel verwendet werden. Um ein Videotutorial zum Aufnehmen von Fotos und zum Erkunden des Tatorts anzuzeigen, musst du diese Hilfe schließen und dann die F1-Taste drücken. Ich wollte doch nur nett sein. Gut. Das sieht alles ziemlich cool gemacht aus, aber kommt mir das nur so vor oder ist das Bild ziemlich verschwommen und blurry? Gute Arbeit, gehe jetzt zur Tür. Sobald ein Türsymbol angezeigt wird, kannst du das hier mit einem Linksklick verlassen. Ich würde mich aber gern noch ein bisschen umschauen. Wir haben ja nicht nur den Fußabdruck, wir haben ja den Erpresserbrief. Und das hier scheint mir ein kaputtes Vogelhaus oder sowas zu sein. Ach, davon können wir jetzt ein Foto machen oder was? Birds often return to their cages. Maybe it feels safer. This one's gonna be disappointed. Okay. So, 3 million if you want to see the kids. Wait for a call. The kidnapper would have to be a chimp to leave prints on that. But you never know. Das ist aber auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt nicht nur strikt der Aufgabe folgen müssen, diesen Fußabdruck zu fotografieren, sondern dass wir auch andere Sachen fotografieren können, wie zum Beispiel diesen Teddybär. Haare. Zumindest sieht es aus wie... Eigentlich sieht es ja aus wie Lametta, was man sich über den Weihnachtsbaum hängt.
Egal, was fotografiert. Da unten haben wir eine Anzeige 5 von 8. Jetzt natürlich die Frage, ist damit die Kamerakapazität gemeint? Oder gibt es tatsächlich 8 Hinweise in diesem Raum, die wir fotografieren können? Eine Tasche. Der Sessel. Schaukelpferd. Scheinbar können wir tatsächlich noch mehrere Sachen fotografieren. Aber mehr als 8, wie es aussieht. Also müssen wir schauen, dass wir hier nicht zu viele unnötige Fotos schießen. Schätze ich. Also ist es gespeichert? Ach, zu weit vom L. Ach so. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Okay. Schau mal, kann man ja wirklich jeden Krimskrams fotografieren. Oh, schauen wir mal. Aha. Wir haben wahrscheinlich noch ein Beweisstück. Noch mehr Lametta. Yay. Mache ich Foto durch Facebook. Okay. Ah, Tatsache, Kamera voll. Aber so wie es scheint, gibt es hier keine weiteren tatsächlichen Hinweise. Ich bin gerade immer noch so ein bisschen geflasht davon, dass wir hier uns so in diesem Raum bewegen können. Gut. Dann werden wir mal runter zum Van gehen. Schöne Landschaft. Hey! Over here! Hey, mate. I'm Pete, the forensic scientist around here. Your first day, and they send you to a kidnapping. With Burton. You must have been evil in a past life. But don't worry, he just asked the questions. It's me who gets you the answers. Scientifically speaking, of course. Alles klar. To do. Photograph crime scene. Process evidence. Sort and link. Also, die crime scene, also den Tatort fotografieren. Die Bilder einspeisen. Sortieren und rausfiltern. Was haben wir hier? Willkommen beim Videotutorial für den Indizienordner. Zieh die Fotos aus dem Stapel auf die Ordner. Jeder Tatort hat einen eigenen Ordner. Exemplare finden sich im Exemplarordner. Wir werden versuchen, den Stoffrest mit einem Exemplar zu verbinden. Zuerst ziehen wir das Beweis. Link fail, keine Ahnung. Bedeutet, dass der Stoffrest nicht zum Hausmantel gehört. Jetzt habe ich aufgepasst. Wir probieren das nur mit einem anderen Hausmantel. Link Übereinstimmung. Jetzt beinhaltet dieser Stapel eine Kopie des übereinstimmenden Elements. Das Beweis, der Stoffrest stammt von Margarets Hausmantel. Wenn du nicht weiterkommst, kannst du die Intuition-Taste gedrückt halten. Dadurch werden mögliche Übereinstimmungen angezeigt.
Das Ranking ich bin zu langsam. Wenn eine verdächtige Person mit einem Ordner verbunden ist, dann wird das entsprechende Porträt im oberen Bereich angezeigt. In diesem Fall wird Margaret durch ihre Abdrücke mit dem fraglichen Element verbunden. Elaine dagegen ist durch ihre DNA verbunden. Die Abdrücke und die DNA der Verdächtigen sind im Exemplarordner gespeichert. Wenn du die Karte eines Verdächtigen anklickst, wird ein Kurzprofil angezeigt. Boris Karloff. Nee, Karlit. Durch einen Doppelklick auf einen Stapel werden die Elemente automatisch sortiert. Klicke auf F1 Hilfe, um dieses Video später erneut anzuzeigen. Larsen Bergerman, der Vater von Harry und Greta Bergerman. Seine erste Frau Charlotte ist vor 18 Monaten an Leukämie gestorben. Hat kürzlich Sylvia Bergerman in zweiter Ehe geheiratet. Vorsitzender von Slade Forestry. Okay. Sylvia Bergerman, Ex-Schauspielerin von The Rich and the Ruthless, heiratete kürzlich Larsen Bergerman. Wen haben wir hier? Harry Bergerman, das älteste Kind Larsen Bergermans, ein Führungsopfer. Und das ist Schwester sein. Das jüngste Kind Larsen Bergermans, ein Führungsopfer. Greta Bergerman. Clara Midworth, das Kindermädchen der Bergermans, arbeitet seit 8 Jahren für die Familie, hat die Entführung bemerkt. Okay. Sachen haben wir noch gar nicht. Gehen wir mit Escape raus. Okay, mit Escape kommen wir nur ins Hauptmenü. Ich würde gerne wieder zurück und die Fotos... Ah, okay, gut. Gut, gut, gut. Maddox. So, was haben wir hier noch? First Aid, Erste-Hilfe-Kasten. Auf dem Weihe Werkzeuge. Okay. Nun wollen wir mal. Teddybär. He's missing an eye, and we're still missing 2 kids. Okay. Zertrümmerter Vogelkäfig. Suche nach Spurenmaterialien und klicke, um mit der Pinzette eine Probe aufzunehmen. Mal ganz genau schauen, fällt auf dieses komische schwarze Etwas. Stofffetzen entdeckt, mit Klick weitermachen. Okay, Beweismittel ausgegeben. Fasern. It's nylon. Almost certainly from a rope, to judge by the braid patterning. Find the one it matches, and you'll find the kid it's tied around. Okay. Die Lösegeldforderung. Suche nach Fingerabdruck. Mit einem Linksklick entnimmst du eine Probe. Erstmal wischen wir hier schön überall drüber. I have absolutely no idea what I'm doing. There's no prints on this, not even Clara's. The paper's too rough. Okay. Da haben wir doch was gefunden. Das sieht nach was auf Handschriftlichem aus. Just like magic. Look at the striations left by the nib. They drag to the right. So your kidnapper's left-handed. But what that word means, junkie, well, that's your job. So, unbekannte Person verbunden mit Schlafzimmer durch Lösegeldforderung. Mit Klick weitermachen. Okay. Fußabdruck. Also dafür, dass wir da jetzt im Zimmer so eine schlechte Qualität hatten, haben wir verdammt hochauflösende Fotos. Nimm mit dem Tupfer eine Probe auf. Ab in die Zentrifuge. Muss ich jetzt drücken, oder?
Ah, mit der geklickt halten und mit der Maus ziehen, das ist ja interessant. Isoliere die chemische Probe. Phosphorsäure Phosphorsäure isoliert von Fußabdruck. Mit Klick weitermachen. Interessant. I got these from the family. The Academy called them exemplars because they love to make things complicated. But it's not. When you found a piece of evidence, you need to figure out where it came from. Right now you got a footprint, so you need shoes. It's that simple. Once you process them, you can compare them against the footprint you found. Maybe it's one of these, maybe it's not. But eliminating the possibilities is half the job. So let's get to it. To save time, I'll get Pete to auto-process the family's exemplars for you. Neue Beweismittel erhalten. Clara, Sylvias und Larsens Schuhe. Larsens Schuhe. No, macht er noch? Ah. Hier zum Fortfahren klicken. Zur Datenbank hinzugefügt. Dann machen wir mit Claras Schuhen jetzt genauso. Ja, manchmal klickt er nicht so ganz richtig. Okay. This could be from your kidnapper. I can't tell you much, other than it's nylon. So the guy's probably not rich. But then, millionaires don't need to kidnap people. Now, if the kidnapper fell on that birdcage, it makes that piece of fabric an important lead. Okay. These are pretty messy. But something was dragged over the windowsill. Like a small child. Is this evidence, or did you just get bored? Alles klar. Gut, dann machen wir mal einen Doppelklick, um das Ganze automatisch zu sortieren. So. Okay. Wir haben jetzt hier die Sachen, und zwar die Schuhe. Claras, Larsens und Sylvias Schuhe. Okay. Und dann haben hier die Orte. Trümmerter Vogelkäfig. Gucken wir uns nochmal kurz die Profile an. Geburtsdatum, Größe, Gewicht und Alter. Na gut, wir haben jetzt hier nicht stehen, ob sie Links- oder Rechtshänder sind. Schauen wir mal in das allsehende Illuminatenauge. Claras Schuhe und Fußabdruck. Dann versuchen wir es einfach mal. That isn't the shoe that made the print. Hat das allsehende Auge mich verarscht. Nehmen wir einfach mal Larsens Schuhe. Ja, komm her. Komm her. Na, no, jetzt. Nicht klicken, nur drüber ziehen. Auch kein Treffer. Nehmen wir Sylvias Schuhe. Auch wenn ich absolut nicht glaube, dass die passen könnten. Das war mir klar, kein Treffer. So that footprint's not from the family. There's some sort of acid in it. Okay, well, let's not howl at the moon just yet, partner. We still gotta figure out where it came from. Why don't you get back inside, see what else you can find. Alles klar. Gehe zu Schlafzimmer. Aufträge, Schlafzimmer, Fußspuren verlinken. Haben wir gemacht. Hat nichts gebracht. So. Hey, partner. You know, I'd be surprised if the kidnapper left any fingerprints in here, but there's a whole lot more he could have left behind. I'll need you to search for trace evidence. Check the beds and around the window. That birdcage, for instance, probably didn't start out smashed. I'll be back soon. Jap, 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 jap. Verfolgen Sie die Entführer. Cool, schauen wir mal. Okay. Ich glaube, wir haben schon ein ganz klein bisschen zu weit vorgearbeitet, indem wir schon Fotos gemacht haben von Sachen, die scheinbar jetzt erst relevant werden. Okay.
Aber für den ersten Eindruck macht das Spiel oder ist das Spiel auf jeden Fall solide. Aber ich bin mir sicher, bevor wir die nächsten Beweismaterialien finden. Nein, wir machen das ganz anders. Es geht weiter im nächsten Let's Play Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich werde mich hier noch weiter ein bisschen umgucken. Und beim nächsten Mal nehme ich euch einfach wieder mit. Alles klar. Und dann tschüss und ringehauen.